ich würde Ihnen gerne einen Vorschlag unterbreiten und die Bitte, weil eine gewisse Eilbedürftigkeit und das auch nie morgen, sondern möglichst heute da ist, dass wir den Punkt 19 jetzt behandeln dürfen. Die Abfallwirtschaftsgebührensatzung, hier sind mir auch nicht allzu viele Redner, viele bei Bedarf, vielleicht können wir den Bedarf auch etwas runterschrauben, dass wir diesen jetzt behandeln dürfen, bevor wir dann in den größeren Punkt noch mal eintreten. Ich sehe da keinen Widerspruch, dann rufe ich diesen Punkt auf, Tagesordnungspunkt 19. Es sind mir lediglich zwei feste Wortmeldungen angezeigt worden, die ich jetzt mal eine größere Fraktion aufrufen würde, Herr Wiedemann und Frau Wendt und alle anderen bei Bedarf, müssten wir es dann nochmal anzeigen, ob sie davon tatsächlich Gebrauch machen. Herr Wiedemann, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Alles, was unsere Bürger in Dresden in den letzten Monaten gehört haben, waren Meldungen über Erhöhung, Gebühren, Teuerung, Minderung von Leistungen. Wie jetzt eben auch hier in der Vorlage Änderung der Satzung der Landeshauptstadt Dresden über die Erhebung von Gebühren für die Abfallwirtschaft oder kurz Abfallwirtschaftsgebührensatzung. Was sind eigentlich die Hauptgründe für die Änderung der Abfallwirtschaftsgebührensatzung? Die Gebührensteigerungen von rund 25%, um die es hier geht, werden durch steigende Kraftstoff-Energiepreise sowie durch steigende Kosten für Fahrzeugerhaltung und der Neubeschaffung von Müllfahrzeugen mit klimafreundlichen Antrieben teilweise mit verursacht. Der Hauptgrund aber für die Erhöhung der Abfallgebühren ist die steigende CO2-Bepreisung, nämlich auf 40 Euro pro Tonne CO2 im nächsten Jahr. Die CO2-Bepreisung gilt auch für Siedlungsabfälle, die jetzt als Brennstoff eingestuft sind. Und auch die Müllverbrennung ist in den nationalen Emissionshandel aufgenommen. Dieser Gebührensprung käme zur aktuellen Energiepreisentwicklung, die gerade beim Diesel auch für die Abfallsammlung stark belastet wird, noch hinzu. Die CO2-Bepreisung sollte der klimaschützenden Lenkungswirkung dienen. Das heißt, aufgrund von Verteuerung eines Produktes soll der Verbrauch gemindert werden. So ist jedenfalls gedacht. Dieser Gedanke trifft laut dem Verband Kommunaler Unternehmen VKU auf die Abfallsammlung bzw. die Entsorgung nicht zu. Die steigenden Abfallgebühren werden in Dresden als Mietnebenkosten nach Wohnfläche auf alle Haushalte eines Gebäudes umgelegt, aber nicht nach dem tatsächlichen Abfallaufkommen oder nach dem Kunststoffgehalt im Abfall eines Haushalts. Anders als bei Brenn- und Treibstoffen haben sie also keine klimaschützenden Lenkungswirkungen und sind somit auch nicht verursachergerecht. Hier sieht man, dass es bei der CO2-Bepreisung nicht um den Schutz des Klimas geht, wie man behauptet, sondern darum, leere Kassen zu füllen. Die Leidtragenden der grünen Ideologie hinter den immensen Kostensteigerungen sind hier in Dresden die beiden städtischen Unternehmen, wie die Abfallwirtschaft und auch das Friedhof- und Bestattungswesen sowie die Bürger dieser Stadt. Aus diesem Grund werden wir diese Vorlage ablehnen. Vielen Dank. So, und dann kommen wir zur zweiten Wortmeldung, Frau Wendt. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Bürgerinnen im Livestream. In den letzten Jahren oder vor allem im letzten Jahr ist alles viel, viel teurer geworden. Mieten, dann sind die Lebensmittel gestiegen, Strom, die Fahrkarten. Jetzt kommt auch noch die Müllbeseitigung dazu. Und das Ganze passiert eigentlich in einer Selbstverständlichkeit von Menschen, die hier Entscheidungen treffen werden, denen das Geld nicht so knapp zu Buche steht, wie vielen Menschen draußen, die nämlich wirklich von Hand in den Mund leben müssen. Da denke ich vor allen Dingen an die kleine Krankenschwester, da denke ich an den Hausmeister, an die Kindergärtnerin, bei denen das Ganze Finanzielle mittlerweile wirklich zu einer Belastbarkeit herangewachsen ist, was eigentlich kaum auszuhalten ist. Es ist eigentlich nicht in Ihrem Sinne, wenn wir jetzt die nächste Schippe noch mal draufpacken und die Abfallgebühren erhöhen.
Und zumal mit uns als Freie Wähler und Freie Bürger wird es auf keinen Fall passieren, noch mit einem Fingerzeig, und zwar als Erziehungsziel. Auf Seite 5 in der Vorlage liest man nämlich zum Beispiel, das Hauptziel bleibt weiterhin, Trennungsanreize, Vermeidungsmöglichkeiten zu setzen. Das mag ja sein, aber wenn man das Amt fragt, wie ist es denn bei uns mit den Abfallgebühren? Sind wir denn schlechter als andere Städte? Hört man von denjenigen, die das Ganze auch bearbeiten? Nein, sind wir nicht. Wir finden auch in der Vorlage Wirkung oder Aussagen wie, die Lenkungswirkung soll erhöht werden, also auch wieder der Fingerzeig. Mit uns wird es keine Gebührenerhöhung ergeben aus erzieherischen Zwecken. Die Stadtverwaltung hat bis heute auch nicht mal geprüft, ob man diese offene Haushaltsstelle vielleicht aus anderen Geschäftsbereichen umverteilen kann. In Dresden ist genug Geld da, sage ich immer wieder, und die Stadtrat gibt es gern für verschiedene Projekte in Größenordnung aus, ohne mit der Wimpern zu zucken. Wie gesagt, für uns wird es diese, wir werden der Erhöhung nicht zustimmen. So, weitere Wortmeldung, Frau Siebeneicher und dann Herr Böhm. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe interessierte Bürgerinnen und Bürger. Zunächst einmal muss man hier auch noch mal ganz deutlich sagen, dass die Müllgebühren in Dresden sehr lange sehr stabil waren. Sie wurden das letzte Mal vor 3 Jahren erhöht und damals um 5,4%, also man kann schon sagen, moderat erhöht. Nun sollen sie deutlich steigen, das stimmt, um 23,4% im Durchschnitt. Und ich glaube, es ist wichtig, hier auch noch mal in die Gründe genauer reinzugehen. Die Entsorgung des Mülls ist eine kommunale Leistung, die über Gebühren finanziert wird. Und diese Gebühren müssen natürlich kostendeckend sein. Und die Kosten steigen zum einen durch die Inflation. Ja, das stimmt. Und die Inflation ist auch bei der Stadtreinigung spürbar. Die Inflation zeigt sich beim Dieselkraftstoff für die Müllfahrzeuge, der teurer geworden ist, bei den Energiekosten, die vor allem durch den Krieg in der Ukraine seit 2022 noch mal deutlich gestiegen sind und so nicht einkalkuliert waren. Die Müllabfuhr ist aber auch eine harte körperliche Arbeit und natürlich sollen in dem Bereich auch weiterhin die Löhne steigen, denn eine faire tarifgerechte Bezahlung, nur eine faire tarifgerechte Bezahlung wird auch auf Dauer Arbeitskräfte in diesem Bereich halten. Das heißt, die Personalkosten steigen auch und sind einer dieser Gründe. Zudem sind Wartungen notwendig an den technischen Geräten und auch Investitionen in neue Fahrzeuge. Es ist also mitnichten nur die Bundespolitik, wie hier auch gerne so getan wird von Seiten der AfD oder der Freien Wähler oder gar grüne Ideologie, sondern es ist eine Vielzahl an Gründen, die zu dieser Erhöhung führen muss. Wir haben in der Tat auch erstmals einen CO2-Preis, der ab nächstes Jahr zu Buche schlägt, wie in anderen Wirtschaftsbereichen auch. Können Sie mal bitte aufhören mit diesem Zwischengebrülle hier? Sie können dann gerne vor ans Rednerpult kommen. Ja, aber ich möchte jetzt hier die Redezeit nutzen. Ich brülle Ihnen auch nie dazwischen. So. Natürlich gibt es einen CO2-Preis, der auch hier erstmals 2024 zu Buche schlägt. Aber dieses Geld ist für Klimaschutz gedacht, für Gebäudesanierung gedacht, für nachhaltige Mobilität und natürlich in dem Sinne auch für eine lebenswerte Zukunft. Und man kann jetzt diese Preissteigerung pauschal kritisieren, man kann sie auch pauschal ablehnen, wie die Freien Wähler das in der Presse getan haben, wie Frau Wendt das heute hier auch noch mal getan hat. Man kann auch versuchen, die aktuelle Bundesregierung verächtlich zu machen und ihr die Schuld in die Schuhe zu schieben für alles, was teurer wird.
Und man kann natürlich auch versuchen, die CO2-Bepreisung so zu skandalisieren, sich in diesem Zuge auch für Treibhausgase, für fossile Brennstoffe auszusprechen und gegen Klimaschutz. Das kann man alles machen. Und ich habe hier auch viel von dieser Mit-uns-nicht-Mentalität, die so auf der rechten Seite zu hören ist, heute auch wieder rausgehört. Diese klassische Dagegenhaltung bringt uns aber noch keine Lösung. Und das, Frau Wendt, was Sie hier angesprochen haben, ist auch keine Lösung. Denn was ist denn die Alternative, wenn wir heute diese Vorlage ablehnen? Wir hätten ein Defizit von 13 Millionen Euro. Wir könnten die Gebühren nicht decken, was dazu führen würde, dass die Müllabholung und die Sauberkeiten unserer Stadt nicht mehr sichergestellt ist. Eine Querfinanzierung in dem Sinne ist nicht vorgesehen, ist auch nicht üblich bei einer Müllentsorgung, weil sie eben gebührenfinanziert ist. Und in den Ausschussberatungen, das muss man hier auch nochmal so deutlich sagen, ist klar geworden, dass die Stadtreinigung sich sehr bemüht hat, die Gebührenerhöhung, wo es geht, abzumildern. Es wird deutlich in die Rücklagen des städtischen Unternehmens gegriffen. Mehrere Millionen Euro werden dafür ausgegeben, dass jetzt eben die Gebühren nicht eins zu eins auf den Bürger und die Bürgerinnen umgelegt werden. Und es wird auch nicht pauschal jeder Müll erhöht. Die sogenannte Lenkungswirkung soll dazu führen, dass der Restmüll, der auch am teuersten ist in der Verbrennung, dass der teurer wird als zum Beispiel der Biomüll, der deutlich besser zu verarbeiten ist und deutlich ökologischer ist. Und man sollte dadurch einen Anreiz setzen, den Biomüll auch zu nutzen. Insofern würde ich sehr dafür werben, dass wir heute diese Vorlage so beschließen. Und glaube nicht, dass das, was bisher von der rechten Seite gekommen ist, auch nur ansatzweise eine Lösung, eine andere Lösung aufzeigt. Vielen Dank. So, jetzt Herr Böhm als nächster Redner. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt muss ich schon wieder vorgehen und muss in die Vorlage der Verwaltung zum Thema Gebührenerhöhung verteidigen. Das ist natürlich auch nicht gerade das, was wir toll finden und was so das ist, was wir uns wünschen in so einer Stadtratssitzung, aber man muss natürlich auch ein bisschen mal zur Ehrlichkeit kommen. Und die Ehrlichkeit ist, dass die CO2-Bepreisung ein Teil des Problems ist. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, wie es denn ist. Eigentlich sollte ja die CO2-Bepreisung dazu führen, dass im Umkehrschluss den Bürgern zum Jahresende was erstattet werden sollte. Davon hört man leider nichts mehr. Aber das ist kein Dresdner Problem, sondern das ist ein Bundesproblem und das muss an anderer Stelle gelöst werden. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Frau Siebenmeier hat das gesagt, dass da 12 bis 13 Millionen Euro fehlen. Und die Stadtreinigung Dresden ist ja nur ein Teil, zwar ein großer Teil der Müllabfuhr oder der Entsorgungsleistung, sondern es gibt ja noch andere. Und es ist vertraglich und nach den Ausschreibungen einfach vorgesehen, dass bei bestimmten Kostensteigerungsgrößen Preisklauseln ziehen. Ob das uns gefällt oder den Bürgern gefällt oder nicht, das spielt an der Stelle überhaupt keine Rolle. Diese Klauseln ziehen und wir als Kommune müssen die höheren Kosten begleichen. Vielleicht haben wir die Chance, dass es, wenn die Preise wieder etwas fallen im Energiebereich und, dass es da vielleicht etwas nachgibt. Aber das ist eine ganz andere Stelle. Und jetzt nochmal zur Lenkungsfunktion. Wir haben uns natürlich auch geschüttelt, das gebe ich ehrlich zu, und meine Fraktionskollegen, da haben mich auch einige angeguckt und haben gesagt, wie ist das jetzt? Von der letzten Aufstellung, von dem Preis für eine 80 Liter Restmülltonne, dass da 2,11 Euro von den, glaube ich, 7 oder 8 Euro, die Entsorgung jetzt kostet, in Lenkungsmaßnahmen führen sollen. Da haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, ist das jetzt die grüne Ideologie, die Bürgermeisterin sozusagen auf die Dresdner Bürger stülpt, oder für was ist das gut? Und wir haben uns erklären lassen müssen, dass sozusagen die Lenkungswirkung dazu führen soll, dass die Kosten gedämpft werden und dass sozusagen versucht wird, nicht die höchste Art der Abfallentsorgung, was der Restmüll ist, mit 120 Euro die Tonne ungefähr, dass dort gebremst wird und dass den Dresdnern in Anreiz gesetzt wird, so viel wie möglich Grünschnitt und Biomüll nicht in die Restabfalltonne zu werfen.
weil das spart uns als Stadt Kosten und allen Dresdnern Kosten. Also diese Lenkungswirkung hat an dieser Stelle, ich sage mal, nicht nur ökologische, sondern auch völlig nachvollziehbar wirtschaftliche Grundlagen. Ob das funktioniert in der letzten Konsequenz, das hängt davon ab, wie die Stadt auch Werbung macht dafür, wie die Stadt das den Bürgern erklärt, wie transparent und anschaulich sie das macht. Aber an sich ist es nachvollziehbar, dass eben Grünschnitt und Biotonne ein Stück weit gestützt werden und dafür der Restabfall etwas teurer gemacht wird, um dort den Anreiz eben zu schaffen, dass es dass zukünftig mehr getrennt wird. Und ich glaube, das ist ein sinnvoller Ansatz, weil es die Müllgebühren zum Schluss für alle ein Stück, ich sage mal, verringert oder zumindest auf dem Niveau hält. Und ich glaube, deswegen bleibt uns da nichts anderes übrig, als die höheren Kosten zu beschließen, weil die Kosten sind da. Und ich habe noch von niemandem hier gehört in dem Rat, der gesagt hat, wo das Geld herkommen soll. Es ist die gleiche Nummer wie vorhin bei der DVB. Man kann sich hinstellen und sagen, nein, wir wollen keine Gebührenerhöhung aus irgendwelchen egalen Gründen. Aber keiner sagt, wo das Geld herkommen soll. Keiner sagt, woher das Geld herkommen soll. Und da liegt halt das Problem. Und ich muss sagen, das ist eine Leistung, die die Kommune für die Bürger macht. Und wenn eben die Müllbeseitigung und die Abfuhr eben im Preis deutlich steigt, wie in vielen anderen Bereichen, dann muss man eben auch, sage ich mal, einen Teil der Kosten weitergeben oder die Kosten weitergeben an den, der den Müll verursacht. Und das ist der Bürger. Und wenn er dann eben sich ein Stück weit umstellt und den Müll besser trennt, kann er für sich auch ein Stück weit die Kosten verringern. So wird der Weg sein. Wir können als Kommune nicht alle stützen, weil sonst kommen als nächstes die Gastronomen und sagen, wir möchten den Bierpreis gestützt haben. Und die Cannabishändler auch. Also alle Möglichkeiten. Wie gesagt, es fällt uns nicht so sonderlich leicht, heute zum zweiten Mal, ich sage mal, für eine Gebührenerhöhung, auch für eine sehr deutliche zu stimmen. Aber diese allgemeinen Preissteigerungen im letzten Jahr, die kommen nun an jeder Stelle. Und damit müssen wir leben. Danke. So, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann erlaube ich mir, den federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung zu stellen. Wer zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja, 18 Nein, eine Enthaltung, damit so beschlossen.